Es war im April in der Bostoner Bucht und mitten in der Nacht, da hat ein Mann mit einem Rohr die Gegend abgesucht. Warum er das gemacht? No, weil es hieß, die Rotröcke kommen. Das heißt, zu Schiff, die englische Armee. Die hatten denen in Boston schon so viel genommen, nun aber ging's ums Heiligste, um Tee. Denn dafür sollten die hier in den Kolonien mehr zahlen als zu Hause im Mutterland. Sie sagten sich, wo kommen wir dahin? Und überhaupt, wir gründen unser eigenes Land und führen Krieg um unsere Unabhängigkeit. Hier in Amerika, es wurde eh schon höchste Zeit. Die Leuchten auf dem Turm, die Zeichen setzen für den Sturm, der bald das Land durchtobt wie ein Donnerwetter. Der Paul bekommt hier zum Verteilen Flugblätter. Wie man an ihrer roten Mütze sieht, gehört die Mähre zu den offiziellen Truppen. Und darum spielt sie auch mit Paul nicht mit, hat abgeworfen Paulchen vor dem Wirtshausschuppen. Und als Paul jetzt hinab zur Wasserleitung steigt, das English Horse vor Lust die weißen Zähne zeigt. Hat der Paul gezähmt, die widerspenstige Mähre, verstreut im Galoppieren den Aufruhr quer durch Boston, bringt auch einen Zettel zu dem Mr. Beugke-Lehre. Der holt sogleich die Pulverflinte aus dem Kosten. Da fährt die Angst dem Klepper in die Knochen, denn auch der Mr. Braun hat ein Gewehr ergriffen. Da hat das Pferd, weil patriotisch, sich an Paul gerochen und ihn an die Armee des stolzen Engelands verpfiffen. Der Wasserschwanz ist ausgefranst zur Quaste, da kommt bereits, was kannst du und was hast du, die Ambulanz, wenn auch die von der Gegenseite, und bringt den Paul ins Lazarett, zu Feldscher Winston Bleite. Thank you.
Auch wenn es dem Streitraus gar nicht passt und wenn es auch das Paulchen hasst, es geht die Zettelaktion munter weiter. Doch plötzlich stoppen Pferd und Reiter weithin ins Land, ertönt's vom Turm. Die Glocke ruft die Iren jetzt zum Sturm. Die ganze Stadt steht unter Waffen. Für Paul gar keine Frage, dass sie's schaffen. Scheinheilig, wie die Meere ist, lacht sie erst mit. Dann kriegt der Paul einen ungeheuren Tritt, fliegt drauf zum Turme durch die Nacht. Und als er an die Glocke kracht, will er in seiner Angst sich an den Klöppel halten. Der war befestigt mit einem Strick, einem morschen alten. Und so rauscht unser rosa Bube mit Tempo durch die Glockenstube. Jetzt kommt noch hinterher die Freiheitsglocke. Das Paulchen drunter in der Hocke denkt sich, hier gehe ich, bis der Krieg vorbei ist, nicht mehr raus. So geht es oft in der Geschichte. Und die ist erstmal aus.